kann Erfahrungen sammeln, ein bisschen reinschnuppern, wie es läuft und so. Ist halt alles noch ein bisschen grösser. Man spielt halt nur noch mit Profis, mit Stars sozusagen. Und man versucht auch da in das Training mitzunehmen, halt, dass man zeigt, dass man auch oben dabei war. Einfach ein bisschen ja, weitergeben an diesen Spielern da. Natürlich, man kommt an, muss zeigen, dass man das verdient hat, mit dem A-Team zu trainieren. Man muss seine Leistung bringen. Man muss versuchen, den Unterschied zu machen und eben zeigen, dass man das verdient hat. Ich denke sicherlich, Portugal ist der stärkste Gegner in dieser Gruppe, aber wie gesagt, Wales, Bosnien sind sicher auch sehr schwierige Gegner. Ich denke, wir haben ein sehr gutes Team dieses Jahr und wir haben auch gute Chancen, wenn wir wirklich als Team auftreten, die Qualifikation zu schaffen.